Ich hoffe, dass du einen guten Freund kriegst und dich ganz schnell mit ihm verstehst. In seiner alten Schule hat der 8-jährige Florian aus Neuss Schreiben nach Gehör gelernt. Rechtschreibfehler spielten keine Rolle. Für seine Mutter nicht nachvollziehbar, besonders weil ab der 3. Klasse plötzlich korrekte Rechtschreibung gefordert wird. Das Thema Hausaufgaben führt auch immer wieder dann zu Stress, weil das Kind frustriert ist, weil es sagte, aber bis jetzt war das doch in Ordnung, wie ich geschrieben habe. Warum muss ich es jetzt anders schreiben? Schreiben nach Gehör soll das kreative Schreiben fördern, Kinder durch schnelle Erfolge motivieren, sich auch an schwierige Worte heranzutrauen. Was als offenes Konzept zunächst gefeiert wurde, ist in Baden-Württemberg und Hamburg bereits wieder verboten. Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wollen nachziehen. Insbesondere Kinder aus schwierigeren Verhältnissen kommen mit dieser Art zu lernen überhaupt nicht zurecht. Das heißt, es ist eine zusätzliche Benachteiligung. Was im Grundschulalter noch zu amüsanten Wortkreationen führt, kann im späteren Leben weitreichende Folgen haben. Das Problematische ist, dass es viel schwerer ist, umzulernen als neu zu lernen. Die Motivation wird da also nicht gestärkt. Im Gegenteil, die Schüler werden eher frustriert. In vielen Bundesländern können sich Lehrer weiter ihre Methode selbst aussuchen. Ein einheitliches Konzept gibt es nicht.